Bist du vielleicht gerade noch auf der Suche nach neuen Büchern und dir fehlen ein paar gute Buchempfehlungen? I got you. Jetzt passend zum Sommer, da lesen Leute, habe ich das Gefühl, gerade im Urlaub mehr als sonst. Ich kenne das von mir selbst, im Urlaub lese ich unnormal viel. Da ich persönlich immer nach Buchempfehlungen suche und mich immer freue, wenn ich irgendwo im Internet oder von Freunden oder so irgendwelche Buchempfehlungen finde, dachte ich mir, ich stelle mal ein paar Bücher vor, die ich super gut finde, die ich super gern gelesen habe. Die meisten von ihnen habe ich so wahrscheinlich in den letzten 2 Monaten irgendwann gelesen. Ich sage mir schon mal im Voraus, es ist eine ganz random zusammengewürfelte Mischung. Die Gruppierung, sage ich jetzt mal, hat eher nur sowas damit zu tun, ob sie mir so den gleichen Vibe geben oder nicht. Ich versuche mich kurz zu fassen. Ich werde jetzt nicht groß auf den Inhalt eingehen, eigentlich überhaupt nicht. Ich denke, so ein Buchrücken durchlesen kann jeder selber oder das sonst nochmal nachrecherchieren. Ich versuche mich mehr darauf zu fokussieren, darüber zu sprechen, was ich jetzt an dem Buch, bis auf jetzt vielleicht die eigentliche Geschichte, so gut finde, da mir das immer super hilft, wenn Leute irgendwie sagen, ja, ich fand den Schreibstil mega gut. Solche Aspekte werde ich versuchen, hier jetzt ein bisschen zu übermitteln. Ich hoffe, ich krieg's gut hin. Ich verhaspel mich oft, wenn ich anfange, über Dinge zu reden. Deswegen nur eine kurze Vorwarnung. Ich halte mich kurz. Ich versuche, auf den Punkt zu kommen. Und wir legen einfach mal los. Okay, als erstes habe ich 2 Bücher hier, die, wie ich finde, sehr gut geschrieben sind. Die haben mir besonders gefallen, da sie sehr, ja, so eine Art Leichtigkeit und auch Unschuld in gewisser Weise vermitteln. In dem Sinne, dass es besonders um Jugend und um das Erwachsenwerden und um seinen Platz in der Welt zu finden geht. Eher so unterschwellig. Das sind so ein bisschen so grobe Aspekte, die subjektiv, finde ich, also bei mir auf jeden Fall subjektiv, so ein bisschen übermittelt wurden oder angekommen sind. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Man taucht sehr schnell in die Geschichte ein und sie sind auch beide nicht so lang. Man kriegt das relativ schnell weg, das Buch, sage ich jetzt mal. Und da haben wir einmal Alte Sorten von Ewald Ahrens, einmal Auerhaus von Bov Bjerg. Haben mich beide einfach sehr angesprochen. Gerade, also ich bin 19 Jahre alt, ich bin auch gerade noch komplett auf einem Selbstfindungstrip und was weiß ich. Und deswegen konnte ich in vielen Aspekten, die in dem Buch vorkamen, einfach sehr, konnte ich so die Gedankengänge oder die Ereignisse sehr stark nachempfinden. Da das, glaube ich, sehr typische Ereignisse sind, die man gerade in den jungen Jahren vorkommen. Ich kann nicht genau beschreiben, was es an den Büchern ist, aber irgendwie haben beide Bücher mich so gedanklich sehr angeregt, auch über so sehr simple Dinge in meinem Leben nachzudenken. Jetzt nicht auf so eine spirituelle Art und Weise, sondern einfach irgendwie. Beide sind sehr harmlos auf die eine Art und Weise, sehr so, nicht so in your face, denk darüber nach, was du in deinem Leben machen möchtest, sondern beide haben, erzählen einfach so eine Geschichte von Leuten. Je mehr man in die Handlung eintaucht, desto mehr war es bei mir so, dass ich es auch irgendwie übertragen habe auf mich und mein eigenes Leben. Also, wenn du im gleichen Alter bist wie ich, so ungefähr, kann ich die Bücher sehr empfehlen. Ich zeig nochmal kurz beide. Moving on. Wo wir schon bei der Jugend, habe ich noch ein anderes Buch, was relativ in die Kategorie passt, von den beiden Büchern, die ich gerade vorgestellt habe. Das ist schon länger her, dass ich es gelesen habe, aber ich dachte, ich packe sie trotzdem mit rein, weil ich es einfach so empfehlen kann. Und zwar The Perks of Being a Wallflower. Die meisten kennen vielleicht den Film. Auch sehr, sehr guter Film, muss ich sagen. Ich empfehle trotzdem jedem, erstes Buch zu lesen und dann den Film zu gucken. Aber ich finde, der Film ist richtig gut. Das ist von Stephen Chbosky. Chbosky, keine Ahnung, wie man seinen Namen ausspricht. Stephen Chbosky, ich denke mal. Ich finde, das ist auch sehr gut geschrieben. Der Autor ist auch sehr, sehr gut. Also wer gerne auch auf Englisch liest, kann ich auch empfehlen, das auf Englisch zu lesen. In dem Buch, finde ich, geht es ja auch so sehr um so ganz herkömmliche, alltägliche Probleme oder auch Ereignisse im Leben von jungen Erwachsenen. Ich finde, der Autor hat da halt auch schon wieder einfach, so wie bei den anderen beiden, sehr gemeistert, das so sehr realitätsnah einfach festzuhalten, ohne groß zu versuchen,
auf die Themen mehr einzugehen, sondern das ist wieder mehr so ein, man liest es und dadurch, dass man in der Geschichte drin ist, setzt man sich dann auch mit den Themen oder den Problemen, die da vorkommen, auseinander, ohne dass die jetzt aktiv das Hauptthema des Buchs sind. Man versteht, was ich meine. Man bekommt das mit, aber man muss auch sich sehr stark damit auseinandersetzen. Man muss auch, ja, sich noch mehr auch nach dem Lesen mit den Handlungssträngen auseinandersetzen, um vielleicht die Dinge, die da angeschnitten werden, besser zu verstehen. Ich glaube, die Bücher kann man alle sehr unterschiedlich lesen. Und bei den Büchern, finde ich, kommt es, glaube ich, sehr darauf an, mit was für einer Haltung du als Leser daran gehst und dich auch mit dem Buch auch nach dem Lesen und auch beim und auch während des Lesens mit der Geschichte auseinandersetzt. Und gerade bei The Perks of Being a Wallflower, finde ich, je mehr man versucht, irgendwie so die kleinen Dinge zu sehen, desto besser ist das Buch und desto mehr versteht man auch quasi den eigentlichen Hintergrund der Geschichte. Da muss man selbst als Leser auch ein bisschen was machen, als nur zu lesen. Ja, schön, was ich meine. Okay, das nächste Buch habe ich gerade erst zu Ende gelesen und ich bin in love. Und zwar heißt das We Were Liars. Das habe ich so oft auf TikTok. Das war so eins der Bücher, was gefühlt in jeder Buchempfehlung auf TikTok mir gezeigt wurde. Und ich war so, okay, guys, ihr habt mich überzeugt. Wenn ihr das alle so hypt, dann muss es ja gut sein. Ich wurde nicht enttäuscht. Es ist ein sehr schön geschriebenes Buch. Achso, und das ist übrigens von E. Lockhart. Ich fasse es ganz kurz. Die Hauptperson hatte einen Unfall und kann sich an die Zeit vor dem Unfall wenig erinnern. Und man weiß man teilweise nicht ganz, was jetzt eigentlich Realität ist und was nicht. Es ist sehr, sehr gut geschrieben. Und ich finde, es ist auch sehr gut rübergebracht. Und es catcht einen richtig. Also wenn man es liest, ist es halt in der Ich-Perspektive vom Hauptcharakter geschrieben. Und da der Hauptcharakter selbst nicht ganz weiß, was jetzt wahr ist, was nicht und was passiert ist und was nicht. Ich musste das so schnell durchlesen. Ich war so gefangen von dieser Geschichte. Der Autor oder die, ich glaube, es ist eine Autorin, hat auch so ein Händchen für krasse Metaphern. Wow, was für tolle Wortspiele oder Wortwahl sie getroffen hat in diesem Buch. Wow. Also das habe ich auch auf Englisch hier. Das wäre safe so ein Buch, das würde ich so verschlingen im Urlaub. Würde ich mir auch nochmal im Urlaub mitnehmen und lesen. Sehr, sehr gut geschrieben, kann ich sehr empfehlen. So, jetzt kommen wir zu zwei deutschen Autoren, die wahrscheinlich jeder von euch auch schon kennt. Das sind momentan, ich glaube, so die erfolgreichsten Autoren in Deutschland, habe ich so das Gefühl. Denn egal in welchen Buchladen man geht, einem werden eigentlich die Bücher von beiden direkt ins Gesicht geworfen, sind immer unter den Bestsellern und ich bin ganz ehrlich, finde, die haben es auch ultra verdient und ich gönne denen das. Es geht um Benedikt Welz und Ferdinand von Schirach. Beides deutsche Autoren, die, finde ich, sehr, sehr gut schreiben. Trotzdem beide so unterschiedlich schreiben, auf so eine ganz andere Art und Weise. Und irgendwie catchen mich trotzdem beide. Und auch sehr interessante Bücher, finde ich, einfach schreiben. Also Ferdinand von Schirach schreibt sehr viel ja über so Krimi, also schreibt ja eher viele so Krimis. Er ist ja auch selbst, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Anwalt gewesen. Weshalb es auch er natürlich da super eigene Erfahrungen mit reinbringen kann und das alles so realistisch beschreiben kann. Darum geht es jetzt aber gar nicht. Und zwar habe ich von den beiden aber zwei Bücher gewählt, die ich jedem empfehlen kann, der nicht so viel Zeit hat zum Lesen, vielleicht oder auch nicht so viel Lust hat, lange zu lesen. Oder sich denkt, ich brauche einfach nur was für zwischendurch, was mich jetzt nicht zu sehr catcht, wie zum Beispiel We Were Liars, wo du wirklich eigentlich das durchlesen musst und dann kannst du das nicht einfach weglegen und sagen, ja gut, ich höre jetzt auf, sondern da musst du weiterlesen. Das sind zwei Bücher, jeweils von den beiden Autoren, die ich gewählt habe. Das sind beides Bücher, die jeweils einfach eine Sammlung von einzelnen Geschichten sind, so Kurzgeschichten. Die Geschichten haben schon eine Gemeinsamkeit, aber eine sehr unterschwellige, also eine sehr allgemein geltende Gemeinsamkeit, sage ich jetzt mal. Und zwar einmal die Wahrheit über das Lügen. Ich lese mal kurz vor, wie er das beschreibt.
weil ich habe keine, ich kann es nicht besser beschreiben. 10 höchst unterschiedliche Geschichten aus einer Welt, in der Lügen, Träume und Wahrheit ineinander fließen. Mal berührend, mal komisch, überraschend und oft vergesslich. Und oft unvergesslich. Wow, schön, dass ich lesen kann. Es ist halt einfach angenehm. Du kannst wirklich ein Kapitel lesen. Das ist eine kurze Geschichte. Die sind auch, bis auf eine, glaube ich, auch alle relativ kurz. Passt super, wenn man irgendwie gerade mal so eine halbe Stunde Zeit hat und irgendwie nicht weiß, was man machen soll. Und man möchte gerne seine kognitiven Fähigkeiten ein bisschen anreizen, was auch immer. Und genauso ist es halt bei auch Kaffee und Zigaretten. Von Ferdinand von Schirach. Es geht um prägende Erlebnisse und Begegnungen des Erzählers, um flüchtige Momente des Glücks, um Einsamkeit und Melancholie, um Entwurzelung und Sehnsucht nach Heimat, um Kunst und Gesellschaft ebenso wie um die großen Lebensthemen Ferdinand von Schirachs, um merkwürdige Rechtsfälle und Begebenheiten, um die Idee des Rechts und die Würde des Menschen, um die Errungenschaft und das Erbe, der Aufklärung, das es zu bewahren gilt und um das, was den Menschen erst eigentlich zum Menschen macht. Und generell beide Autoren kann ich sehr empfehlen. Beide, da habe ich auch von beiden schon mehrere Bücher gelesen. Top! Sagen wir, neigen uns jetzt mal dem Ende zu. Ich zeige euch jetzt noch 2 Bücher, die ich sehr empfehlen kann. Und dann sind wir auch fertig. Und dann reicht es auch, denke ich, erstmal. Und zwar einmal ein Buch, was einen wirklich emotional zutiefst rührt und auch aufwühlt. Gerade wenn man in Deutschland aufgewachsen ist. Jeder kennt wahrscheinlich mindestens den Titel Der Junge im gestreiften Pyjama von John Boyne. Ich glaube, mehr muss ich nicht sagen. Auch sehr gut geschrieben. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das überhaupt eigentlich ursprünglich auf Englisch ist. Also das Original ist auf jeden Fall nicht auf Deutsch. Ich glaube, jeder weiß im Großen und Ganzen, worum es in diesem Buch geht. Spät in der Zeit des Nationalsozialismus. Ich habe so geheult am Ende. Jeder hat geheult, da bin ich mir sicher. Der Film ist, finde ich, auch sehr, sehr gut. Also wenn man irgendwie der Meinung ist, man braucht was richtig emotional Bedrückendes, dann ja, trotzdem ein sehr, sehr tolles Buch, kann ich sehr empfehlen. Okay, und zu guter Letzt ein, das kennt auch jeder, kennen die meisten vielleicht auch eher den Film und haben niemals das Buch gelesen, aber von Kleinbaum Dead Poets Society habe ich in einem Secondhand-Laden gefunden, also Bücher-Secondhand-Laden. Ich habe mir so, oh mein Gott, ja, warum, so, man kennt den Film, aber bin noch nie auf die Idee gekommen, das Buch davon zu lesen. Ich war erstaunt, dass das Buch gar nicht so lang ist. Das ist unter 200 Seiten. Es ist relativ kurz. Es ist trotzdem so auf den Punkt gebracht. Es ist so, trotzdem passiert irgendwie so viel in so wenig Seiten eigentlich. Das hat mich richtig gecatcht. Das ist super gut geschrieben. Ey, es ist ja auch schon echt ein bisschen sehr viel älter. Von wann ist denn das Buch? Moment. Das ist von 89, ja. Dementsprechend auch ein bisschen anders geschrieben. Aber ich muss sagen, ich hatte mir was viel verkomplizierteres, viel anstrengenderes zu lesen erwartet. Was einfach bei so älteren Klassikern, gerade auf Englisch, der Fall ist. Ich fand es echt einfach zu lesen. Sehr angenehm zu lesen. Trotzdem war da sprachlich sehr viel, war es trotzdem sprachlich sehr anspruchsvoll, aber nicht so, dass man es liest, man ist so, ach du, worüber redet er gerade oder was zur Hölle, sondern trotzdem sehr klar. Das fand ich richtig toll an dem Buch und auch einfach nochmal, die Geschichte mochte ich schon davor, ich hatte den Film tatsächlich damals auch mal gesehen, nur ein Glück war es schon relativ lang her, dass ich den Film gesehen habe, deswegen habe ich mich jetzt nicht mehr so an jedes Detail erinnert. Was ganz gut war, weil ich dadurch das Buch nochmal wirklich mega gefühlt habe und auch nicht direkt die Schauspieler im Kopf hatte, weil ich mich kaum noch an deren Gesichter und so erinnere. Das heißt, ich hatte trotzdem noch ein bisschen so das Erlebnis von, wenn man erst das Buch liest und sich dann selbst das alles so vorstellt. Ist auch ein super Buch, finde ich, für zwischendurch, weil es wirklich schnell war. Man konnte es wirklich schnell lesen. Und gerade diese Ausgabe, so schön dünn. Es ist wirklich, es ist nicht viel. Auch sehr gut gegliedert, irgendwie jedes Kapitel ist trotzdem, man kann nach jedem Kapitel trotzdem, also ich war trotzdem nach jedem Kapitel so, oh, ich will weiterlesen. Aber es war nicht zu sehr so, oh mein Gott, ich muss weiterlesen, sondern okay, wenn ich jetzt nicht weiterlesen kann,
kann ich nach dem Kapitel auch erstmal aufhören, weil die Kapitel irgendwie so strukturiert waren, dass man trotzdem das Buch dann gut nochmal doch weglegen konnte. Wenn man versteht, was ich meine. Ich denke schon. Ja, Freunde, das war's mit meinen kleinen Buchempfehlungen. Wer selbst mega gute Buchempfehlungen hat, schreibt sie in die Kommentare. Ich freue mich immer über ein paar Recommendations. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, wie gesagt, für den einen oder anderen war was dabei. Und wir sehen uns nächste Woche in aller Frische. Bleibt gesund, bleibt happy, bleibt munter. Mua. Tschüssi.